Sag, Eivor, die Fische beißen heute gut. Eivor? Auf ein Wort. Thekla, du siehst aus, als hättest du mit einem Bären gerungen. Stimmt etwas nicht? Götter, Eivor, ich wurde beraubt auf der Straße von hier nach Linkolne. Von wem? Konntest du einen Blick erhaschen? Es waren Sachsen, so viel ist sicher. Ein ganzer Haufen haben mir 4 Fässer Ale und mein ganzes Silber abgenommen. Der Stämmigste hat mich vom Pferd gezerrt, an sich herangezogen und gesagt, dass Gutbahn zu Hause erwartet wird. Gutbahn? Das bedeutet so viel wie Schlachtgebein auf Sächsisch. Bist du sicher? Genau das sagte er. Hier heißt doch niemand so, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe nichts dagegen, dass wir Waisen aufnehmen, Eivor. Aber einige dieser Sachsen kennen wir kaum. Wir müssen uns umhören. Eine gute Idee. Ruh dich aus. Ich kümmere mich darum. Danke dir, Eivor. Torbjörn, hast du einen Moment? Ich habe mich gefragt, ob... Ich bin Gutbahn, Eivor. Das bedeutet Schlachtgebein. Nicht gerade der Name eines heiteren Bäckers, nicht wahr? Kein guter Name für einen Bäcker, nein. Wie hast du diesen Namen erhalten? Bevor ich zu euch stieß, lebte ich ein anderes Leben. Ein brutales, blutiges Leben. Ich diente einer Bande Auftragsmörder. Als ihre Klinge durchzog ich die Wälder Englerlands und tat, was immer sie von mir verlangten. Und sie verlangten stets Gräueltaten. Als ich sie verließ, legte ich dieses Schwert ins Gras und legte einen Schwur ab. Ich schwor, nie wieder auch nur einen Tropfen Blut zu vergießen, keine Menschen mehr zu töten, keine Gräueltaten mehr zu begehen. Kein leichtes Versprechen für einen harten Mann. Doch, es fiel mir leicht. Dieses Leben hier habe ich mir immer gewünscht. Nie zuvor war ich so im Gleichgewicht. Das ist alles meine Schuld. Ich habe euch das eingebrockt. Also muss ich es auch richten. Torbjörn, wer dir droht, droht auch meinem Clan. Das lasse ich nicht zu. Diese Männer sind verdorben, Eivor. Du solltest nicht meine Schlachten schlagen müssen. Hast du nicht zugehört, Torbjörn? Wer dir droht, droht auch mir. Stellen wir uns ihnen. Gemeinsam. Also gut. Wir treffen uns draußen, wenn du bereit bist. Ich glaube, ich weiß, wo wir sie finden. Wenn du dich deinen alten Freunden stellen willst, ich bin jederzeit bereit. Gut. Ich gehe voran. Ich will, dass du... Ich will, dass du weißt, falls es zum Kampf mit meinem alten Haufen kommt, werde ich allein damit fertig. Du musst mir lediglich vergeben. Mehr nicht. Es gibt nichts zu vergeben. Du hast sie verlassen. Sie kamen dir nach. Ich werde meinen Clan verteidigen. Egal, ob mit Axt oder bloßer Faust. Du lebst genau das Leben, das du leben willst, nicht wahr? Bevor wir entdeckt werden, sag mir, was uns erwartet. Werden sie sofort auf uns losgehen? Ich hoffe nicht. Nein, nichts derartiges. Das widerspricht Wolfs Vorgehensweise. Er ist äußerst gerissen und wirkt sehr freundlich, wenn man ihn kennenlernt. Man fühlt sich wie ein Freund, fast wie Familie. Ich traf ihn vor einem Jahrzehnt und er war der erste Mensch, der mich je willkommen hieß. Der erkannte, was in mir steckte. Er meinte, ich hätte eine Gabe. Für Einschüchterung, Überredung, für Gewalt. Er wusste genau, wie er meine Kraft und Größe einsetzen konnte. Diese Frau scheint mich zu kennen. Was wollen sie jetzt von dir? Sie wollen mich zurück. Sie wollen, dass ich der Mann bin, für den sie mich halten. Ein großes, starkes Monster. Wilf und die anderen waren damals die einzige Familie, die ich hatte. Aber ihre Liebe war nicht bedingungslos. Wilf liebt nur, was er besitzen kann. Und was hast du nun vor?
Ich weiß, dass ich nicht zurückgehe. Ich will nicht noch mehr Blut an meinen Händen. Alles andere ist schwer abzusehen. Wer weiß, was sie im Schilde führen. An. Dieses Haus da. Wahrscheinlich sind sie dort drin. Es mag unscheinbar aussehen, Eivor, aber lass dich nicht täuschen. Und nimm Wolf nicht auf die leichte Schulter. Er ist eine Schlange. Ich traf schon viele Schmeichler, die sich als Schlangen entpuppten. Ich weiß, ich weiß. Nur zur Warnung. Lass uns hineingehen. Mein Junge, du hast meine Nachricht erhalten und du hast jemanden mitgebracht. Sag, wer bist du? Sein Aufpasser? Ich bin Eivor und die Frau, die ihr bestohlen habt, war Teil meines Clans. Das werde ich nicht dulden. Ich weiß, tut mir aufrichtig leid. Aber sag, Thekla, nicht wahr? Sag ihr, dass ihr Ale eines der besten war, das wir je soffen. Ich bin fertig mit euch, Wolf. Aber wir sind noch nicht fertig mit dir, Junge. Wir gaben dir Essen, Unterschlupf, Ale und Reichtümer. Wir machten dich zu dem, der du heute bist. All das, was ihr für ihn getan habt, hat er euch mit Blut und Schweiß zurückgezahlt, oder? Du hast eine scharfe Zunge, das gefällt mir. Doch die Tinte auf diesem Abkommen war längst trocken, bevor deinesgleichen nach Englerland kam. Aber gut, wenn du Torbjörns Namen reinwaschen willst, will ich dir gerne behilflich sein. Alles eine Frage des Geldes. Vor einigen Wochen haben Soldaten meine, sagen wir, persönlichen Gegenstände beschlagnahmt. Mich wollten sie auch mitnehmen, doch ich bin ihnen entwischt. Bring mir meine Habseligkeiten zurück, sofern du es dir zutraust. Wenn du das machst, ist dein Name rein. Nein, ich kann nicht. Ich habe mir geschworen, all das hier hinter mir zu lassen. Aber... Wenn du Torbjörn dann ziehen lässt, besorgen wir dir, was dir gehört. Wo sind diese Soldaten? Ihr Lager liegt unweit von hier im Westen. Ein Haufen dickköpfiger Tumba-Befehlsempfänger. Ihr könnt den Gestank nicht verfehlen. Dann wartet hier. Wir kehren zurück, noch ehe dir neue Hörner gewachsen sind. Gott sei mit dir, Eivor. Das ist nicht dein Kampf. Du musst das nicht tun. Werde ich aber. Hör gut zu. Wenn wir das Lager erreichen, überlass alles mir. Ich werde Wolfs Hab und Gut finden und zu dir bringen. Falls ich entdeckt werde, wird es unschön. Viele werden sterben und ich will dich nicht mit hineinziehen. Du sollst deinen Schwur nicht brechen. Kein Schwur steht über dem. Ich darf hier nicht erwischt werden. Sollten sie angreifen, lasse ich dich nicht im Stich. Falls es dazu kommt. Doch bis dahin halte dich zurück. Das werde ich. Du hast mein Wort.
Also gut, warte hier. Und lass dich nicht sehen. Geh mir aus den Augen! Hey, Moment! Stehen, du! Ist das? Du bist nicht mehr willkommen! In der Tat. Bringen wir sie zu Will. So gut hätte ich das nie hingekriegt. Ist das die Art von Arbeit, die du mit Will und seiner Räuberbande erledigt hast? So ein flinker Beutezug, meinst du? Das war nur ein kleiner Teil. Meist bestahlen wir die Armen, töteten die Hilflosen und betrogen die Törichten. Aasgeier. Die besten Tage lassen mich heute noch schaudern. Die schlimmsten erfüllen mich mit Abscheu. Lass es hinter dir. Erinnere dich nur an das, was dich zu einem besseren Mann macht. Das hätten wir. Ich muss... zurück zu Torbjörn. Sie sind zurück. Wir haben dein Plunder. Wunderbar. Legt alles hier hin. Das Buch.
Natürlich, ich halte mein Wort um Himmels Willen. So wenig Vertrauen heutzutage. Es sind wahrlich dunkle Zeiten. Was war's? Wir sind quitt? Ei, du bist ein freier Mann und darfst bis an dein Lebensende deinen Hungerlohn als Thorbjörn, der traurige Bäckersmann, verdienen. Doch du, Eivor, falls dir das Siedlerleben je zu behäbig wird, könnten wir jemanden mit deinen Fähigkeiten immer gut gebrauchen. Denk drüber nach. Thorbjörn, bist du zufrieden? Oh ja, ich kann dir gar nicht genug danken, Eivor. Ich rechnete mit dem Schlimmsten, als ich meinen alten Namen Gudbrand vernahm. Er beschwor viele grausame Erinnerungen herauf. Kann ich mir vorstellen. Wie kamst du zu dieser Bande? Nach dem Tod meiner Mutter brauchte ich eine Familie. Wilf bot sie mir. Er sah mich an, nahm mich auf und sagte mir, wer ich war, wer ich sein könnte. Dieses Zugehörigkeitsgefühl brauche ich nicht mehr. Ihr habt mich so angenommen, wie ich bin. Das ist das größte Geschenk für mich. Frieden. Viele Menschen sind gefasst, weil sie nie einem Sturm ins Auge sahen. Du hingegen hast den Sturm mit Erfolg durchsegelt. Das kann nicht jeder behaupten. Das bedeutet mir viel. Hab Dank. Ja! Es tut gut, wieder zu Hause zu sein. Nun ja, sofern ich mir nicht selbst die Möglichkeit genommen habe, dies mein Zuhause zu nennen. Thorbjörn, du bist hier trotz allem stets willkommen. Du schuldest uns nichts außer deiner Arbeit, die du liebst. Verstehe.
Die Bezahlung erfolgt in Brotlaiben. Das kriege ich hin. Warte, etwas aus deiner Vergangenheit ist noch übrig. Ja, das Auftragsbuch. Wirf es fort. Verbrenne, was war. Mit Freuden. Du kommst zur rechten Zeit. Ich habe was Neues. Zeigst du mir deine Waren? Großartig. Das nehme ich gerne. Sowas kann man doch immer gebrauchen. Alles? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Beehr mich bald wieder. Zeig mir, was du anzubieten hast. Sonst noch etwas? Können wir vielleicht etwas üben? Aber natürlich. Vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe. Schon durch? Ich muss gehen. Bleib gesund. Alles Gute.